Ja, moin, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute ganz besonders schön, denn ich sitze hier im zukünftigen Kultauto im Lifestyle-Produkt Honda e. Das ist eigentlich ein Elektroauto, aber für mich ist es irgendwie jetzt schon Kult. Ich sitze hier erst seit 5 Minuten drin und ich finde das hier mega. Also ich nehme euch heute mit auf eine kleine Probefahrt mit dem Honda e. Ich zeige euch ein bisschen was von dem Wagen. Leider habe ich den Wagen nur 2 Stunden und er steht auch noch in Oldenburg. Das heißt, ich kann diese Reichweitenstrecke von Bremen nach Bremerhaven und zurück heute mit diesem Wagen in diesem Video nicht fahren. Aber ich werde euch halt ein bisschen mitnehmen. Ich fahre wahrscheinlich von Oldenburg nach Bremen und zurück und schau mal, wie sich der Verbrauch auf der Autobahn darstellt. Und ich zeige euch natürlich was von diesem mega abgefahrenen Interieur und den wahnsinnig vielen Gadgets, die dieses Auto hat. Da freue ich mich jetzt schon drauf und ich weiß nicht, ob ich hier jemals wieder aussteigen möchte. Bleibt dran! Ja, kommen wir mal zum Interieur dieses Autos. Also wenn man hier einsteigt, das ist jetzt die Version Advance, ohne Leder allerdings. Und ich muss zugeben, es gefällt mir, obwohl es kein Leder ist, extrem gut. Also die Polsterung ist in einem dezenten Grau gehalten, aber unheimlich schön anzufassen. Sehr, sehr, sehr weich und so ein bisschen seidig, kann man schon fast sagen. Hier diese Verkleidung ist natürlich kein echtes Holz, aber es ist ein Holzimitat. Sieht wirklich täuschend echt aus, auch hier in der Mittelkonsole. Es gibt unglaublich viele kleine winzige Details, die zeigen, dass sich die Entwickler dieses Autos wahnsinnig viele Gedanken gemacht haben. Das geht dann los damit, dass wir hier so ein Ablagefach haben, wo ich mit 2 kleinen, ja was sind das, so rausziehbaren Steckelementen die Fächergröße verändern kann, sodass ich entweder 3 Fächer habe, 2 Fächer unterschiedlicher Größe oder ein großes Fach. Das finde ich zum Beispiel ziemlich cool. Was mir leider ein bisschen negativ auffällt, ist, dass ich keine Armlehne habe. Also das heißt, das ist das Einzige, was ich hier wirklich vermissen würde. Aber dafür gibt es genug andere Sachen. Also Ablageflächen hier links, rechts in den Türen gibt es. Es gibt hier vorne noch ein Stofffach, wo ich mein Handy reinstecken kann. Leider kein induktives Laden möglich. Und das abgefahrenste von allen sind neben den beiden USB-Ports ein HDMI-Port, an dem ich im Prinzip ja alles Mögliche anschließen kann, zum Beispiel ein Apple TV, eine Playstation, was auch immer. Alles, was einen HDMI-Ausgang hat, kann ich da anschließen. Und nicht zu vergessen, eine 220-Volt-Steckdose. Und zwar nicht nur eine 220-Volt-Steckdose mit so ein paar Watt, nein, diese liefert 1500 Watt, also 1,5 kW. Das muss man sich mal vorstellen. Und der Witz dabei ist, wenn man sich das mal überlegt, dadurch wird dieser Honda oder jeder Honda e zur rollenden Powerbank für Elektroautos. Denn man kann hier mit einem Schuko-Stecker und einem entsprechenden Kabel jedes Elektroauto vom Honda aufladen. Natürlich nur mit 1500 Watt, also 1,5 kW. Das heißt, es dauert ein bisschen. Aber zum Beispiel, wenn man Probleme hätte,
liegen geblieben wäre, die Angst ja vieler Leute, dass sie mit dem Elektroauto immer liegen bleiben, ruf einen an, der einen Honda e hat, der kommt vorbei und du kannst hier mit dem Honda e dein Auto wieder ein bisschen aufladen, sodass du zur nächsten Ladesäule kommst. Dann natürlich die Displays hier, das Tacho-Display, die zwei Displays für Fahrer und Beifahrer mit den Bedienfeldern. Ich kann die Displays auch noch tauschen, das heißt hier eine Taste drücken, dann wechseln die. Ne? Ich kann hier eine Kachelansicht aufrufen, wo ich mit dem Finger die gesamten Apps und Applikationen, die der Honda hier hat, über die Displaygrenzen hinweg von links nach rechts wischen kann. Ich habe hier solche lustigen Sachen wie ein Aquarium als Bildschirmschoner. Da schwimmen dann die Fische rum. Ne? Das ist auch irgendwie völlig witzig. Wenn ich hier die Home-Taste drücke, dann bin ich plötzlich in einem wunderbar entspannt grünen Bambuswald. Ja, das sind alles so Dinge, das braucht kein Mensch, aber wenn man das hat, ist es unheimlich liebevoll. Also man merkt, dass sich die Ingenieure hier wirklich mal Gedanken gemacht haben, was kann man tun, um dem Fahrer oder auch dem Beifahrer den Aufenthalt hier im Auto so angenehm wie möglich zu machen. Alleine schon diese Anzeigen hier, wie sich diese Batterie langsam füllt, wenn man dieses Display aufruft. Die Anzeige, dass jetzt gerade durch die Lüftung Strom verbraucht wird. Das ist alles so liebevoll gemacht. Also ich muss wirklich sagen, das habe ich selten bei einem Auto so gesehen. Und dieses Auto ist ja von der Form, von außen her, schon mal extrem knuffig. Also das spricht irgendwie Beschützerinstinkte an, dieses Auto. Man, das ist so ein schönes, kastiges, aber auch abgerundetes kleines Ding mit seinen Kulleraugen. Das guckt einen an und sagt, ich möchte beschützt werden, bitte fahr mich hier weg. Das finde ich mega, mega süß irgendwie. Also das Auto optisch gefällt mir zum Beispiel live, jetzt wo ich es live sehe, wirklich extrem gut. Ich habe es auf Fotos schon gesehen und ich muss zugeben, da hat es mir nicht so gut gefallen. Jetzt wo ich das Auto live sehe, ist es einfach richtig schön. Platzverhältnisse vorne sind okay. Hinten, naja, also hinter mir kann kein Mensch mehr sitzen, außer ein Pygmäe. Es ist ein Zweisitzer mit einer Rücksitzbank, würde ich es mal bezeichnen. Kleine Kinder gehen gerade noch so, wenn man die Sitze ganz vorschiebt. Aber vier Erwachsene in diesem Auto, würde ich sagen, vergesst es. Und auch von innen, ich meine die Anmutung, ihr merkt es, dass ich hier gerade am Schwärmen bin. Sowas sieht man wirklich ganz, ganz selten bei einem Elektroauto. Und das ist im Prinzip ja gar kein Auto, sondern das ist ein Lifestyle-Produkt. Denn wer kauft sich so ein Auto, wo man sich fühlt wie in einem Wohnzimmer? Das wagt man ja gar nicht schmutzig zu machen. Ich meine, diese Polster hier, das Holz, diese vielen Monitore. Wenn da jetzt mal ein Kratzer dran kommt oder das dreckig wird, eieiei, da kriege ich ja schon irgendwie Bauchschmerzen dabei. Also Honda, ich muss sagen, ihr habt mit diesem Auto eine Meisterleistung vollbracht. Es ist eine Studie, die ihr auf die Straße gebracht habt. Das passiert ja echt ganz selten. Und die vielen tollen Ideen, die ihr hier reingesteckt habt, daran sollten sich mal die anderen Hersteller ein Beispiel nehmen. Ich muss mal langsam wieder ein bisschen runterkommen hier von meiner ganzen Schwärmerei. Wie sind denn eigentlich die Werte dieses Autos? Schließlich ist es ein Elektroauto und das will ja auch gefahren werden. Und das muss halt auch zeigen, was es kann. Nicht nur optisch. Optisch würde ich sagen, ist es ein Bringer, also absolut klasse. Die Frage ist, wie sind die inneren Werte vom elektrischen Fahrverhalten? Wir haben also hier eine rund 35 Kilowattstunden große Batterie drin. Und wir haben einen angegebenen Durchschnittsverbrauch von rund 17,2 Kilowattstunden auf 100. Das heißt, rein rechnerisch dürfte ich hier maximal 200 Kilometer Reichweite haben. Und die Reichweite ist hier auch mit dem Honda e bei rund 220 Kilometer angegeben im Durchschnitt. Das wird natürlich auf der Autobahn nicht gelten. Und der Verbrauch mit 17,2 ist auch nicht gerade wenig, obwohl der Wagen ja eigentlich relativ windschlüpfrig aussieht. Aber er ist halt ein bisschen hoch, ein bisschen kastig. Das muss man halt gucken, wie sich das in der Praxis gleich darstellt, wenn ich auf die Autobahn fahre. Der Preis ist ein bisschen das Problem, denn dieses Auto, in dem ich jetzt hier sitze, kostet rund 35.000 Euro, 34.000 und ein paar zerquetschte. Die normale Version, also ohne Advance, die hat dann glaube ich keinen 220 Volt Anschluss, ein paar weniger Features, die kostet so bei 33.000 Euro. Aber wir haben ja momentan eine gute Förderung, das heißt, da gehen ja noch rund 9.000 Euro runter plus 3% Mehrwertsteuer. Das heißt, wir liegen dann bei diesem Auto so rund bei 25.000 bar auf die Kralle. Also die aktuellen Lieferzeiten, hat mir der Händler gesagt, die liegen momentan bei 4 Monaten. Das heißt, wenn ich heute eins bestelle, bekomme ich es im November.
So, jetzt würde ich vorschlagen, es regnet, also bestes Probefahrtwetter. Ich fahre jetzt mal ein bisschen auf die Autobahn und dann schauen wir mal, wie der Wagen so fährt und vor allem, was er dann so verbraucht. Okay, es geht los. Dazu muss ich jetzt hier in der Mittelkonsole auf D stellen. Und das Besondere ist übrigens, hier gibt es noch eine Taste, die ich vorher noch nie gesehen habe. Da ist ein Schuh drauf, der irgendwie ein Gaspedal runterdrückt. Und das ist die Taste, mit der man das One-Pedal-Driving aktiviert. Das One-Pedal-Driving kennen wir Tesla-Fahrer. Dadurch ist die Rekuperation extrem hoch und er bremst tatsächlich bis zum Stillstand. Und das ist ein sehr angenehmes Fahrgefühl. Das bevorzuge ich immer, deswegen werde ich das natürlich einschalten. So, es geht los. Und übrigens, der Wagen hat einen Wendekreis von rund 9 Metern. Das heißt, man kann fast auf der Stelle wenden mit dem Ding. Das habe ich jetzt vorhin schon ein paar Mal gemacht hier auf dem Parkplatz. Das ist unglaublich. Also, wenn man das nicht gesehen hat, dann glaubt man das nicht. So, jetzt muss ich erstmal aus Oldenburg raus. Und auf die Autobahn fahren. Der Honda hat auch nur zwei Fahrmodi, nämlich Normal und Sport. Das heißt, Eco gibt es nicht. Wer will hier auch schon Eco fahren mit diesem Auto? Geräuschkulisse ist sehr, sehr schön. Kein Fiepen oder Piepen der E-Motoren, das mag ich. Was auch noch witzig ist, hier Verkehrszeichenerkennung, Geschwindigkeitserkennung. Immer wenn ich schneller fahre als erlaubt, wird mir das hier im Display als Warnung angezeigt, dass ich doch bitte mich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten soll. Das kann man wahrscheinlich hier irgendwo abschalten, ist momentan aber aktiviert. Lass ich auch mal dran. Man weiß ja nie, wo hier geblitzt wird. Was so ein bisschen stört, ist halt, dass das Display einfach nur gerade ist. Und wenn man hier hinten was auf diesem zweiten Display erreichen will, muss man sich doch ein bisschen strecken. Fahrverhalten würde ich sagen, also Fahrwerk ist durchaus straff, sportlich, nicht zu hart, aber auch nicht schwammig. Bei so einem kleinen Auto passt das. Also hier auf der Landstraße und die ersten Kilometer durch die Stadt, die ich gefahren bin, das waren jetzt insgesamt jetzt schon 25, ist der Verbrauch leider, leider doch ziemlich exorbitant hoch, nämlich rund 24,7 Kilowattstunden. Ich denke mal, das wird sich nach unten noch ein bisschen bewegen. Wetter ist natürlich schlecht, es ist nicht warm, es ist 14 Grad, aber trotzdem, das ist eigentlich viel zu hoch für die Geschwindigkeiten, die ich hier gefahren bin. Ich habe jetzt noch 81% im Akku und 125 Kilometer Reichweite. Das hängt natürlich davon ab, wie der Wagen vorher gefahren wurde, vor mir. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass auf der Landstraße der Verbrauch deutlich unter 20 liegt, aber im Gegenteil, da bin ich ja mal gespannt. So, wir sind gleich an der Autobahnauffahrt hier in Oldenburg. Dann werde ich mal ein bisschen nach Bremen reinfahren. Zumindest versuche ich mal so weit zu kommen, wie es geht. Ich werde hier auf der Autobahn natürlich nicht schnell fahren, maximal 120 mit diesem Auto, mit dem ganz kleinen Akku und bei dem Verbrauch. Das will ich dann nicht ausreizen. Mir geht es jetzt auch nicht primär darum, hier die typische Verbrauchsstrecke zu fahren, kann ich auch nicht, von daher wird das eh nicht vergleichbar. Aber zumindest so, dass man ungefähr ein Gefühl dafür bekommt, wenn ich auf der Autobahn 120 fahre, bei dem Wetter, wir haben natürlich wieder Regen, was bringt das dann für einen Verbrauch? Ne? Und das warten wir jetzt mal ab. Ja, so wie es aussieht, erhöht sich der Verbrauch auf der Autobahn jetzt nicht deutlich. Also ich fahre jetzt ja 110, 115 und ich liege jetzt bei 24,6 Kilowattstunden im Durchschnitt. Bin jetzt 32 Kilometer gefahren, habe jetzt noch 74% im Akku und 109 Kilometer Restreichweite. Also noch ist es ganz entspannt. Ich fahre jetzt ein bisschen Richtung Bremen. Und dann, wenn ich in Bremen bin, wende ich und fahre wieder zurück nach Oldenburg, weil ich den Wagen spätestens in einer Stunde so rund wieder abgeben muss. Das ist leider ein bisschen hektisch heute. Das ist interessant mit diesen Außenspiegeln, wie schnell man sich daran gewöhnt. Ne? Also ich gucke jetzt im Prinzip in diesen Monitor von meinem linken Außenspiegel hier, als wäre das ein richtiger Außenspiegel. Ich gucke gar nicht mehr so nach draußen, ich gucke einfach auf den Monitor und es fällt mir kaum auf. Und vor allem auch die Qualität, die Bildqualität
ist super. Also, dass das ein Monitor ist, das merkt man gar nicht. Zwischenstand nach 40 gefahrenen Kilometern immer noch 24 Kilowattstunden, das heißt, er sinkt. Ich fahre auf der Autobahn, aber auch nicht so wahnsinnig schnell. Fahre so um die 100, 110, weil das Wetter ist auch zu schlecht. Schneller möchte ich gar nicht fahren, auch mit diesem kleinen Auto gar nicht im Moment. Und 24 Kilowattstunden, das scheint so der Wert zu sein auf der Autobahn im Moment bei dem Wetter. Hab noch 68%, kommen noch rund 100 Kilometer. Die brauche ich aber auch, wenn ich noch wieder nach Oldenburg zurück will. Wenn man blinkt, dann werden in den Außenspiegeln auch so Abstandsstriche angezeigt, sodass man besser einschätzen kann, in welcher Entfernung der rückwärtige Verkehr ist, da es sich ja nun mal um Kameradisplay handelt. Das ist auch so eine Idee, die finde ich ziemlich gelungen. Totwinkelassistent hat er auch. Mit allem ausgerüstet, was man sich so vorstellen kann hier. So, ich werde hier mal umdrehen, weil die Zeit einfach zu knapp wird. Delmenhorst. Mal kurz die Wände. So. Ah, das macht einfach Spaß. Wow, und das ist der Normalmodus. Ich gehe hier ab wie eine Rakete. Super. Ich werde dann gleich mal versuchen, im Raststätte Hasbruch zu laden. Ich habe zwar noch jede Menge Saft im Akku, aber einmal an einen DC-Lader will ich kommen. Der Wagen soll ja bis zu 50 kW können an DC-Ladeleistung. AC leider nur einphasig. Und zwar auch nur mit 6,6 kW maximal. Das ist auch ein bisschen schade. Das hätten sie durchaus dreiphasig machen können, weil dann wäre der Wagen richtig praxistauglich gewesen. Aber so mit der einen Phase, das finde ich immer so ein bisschen indiskutabel. Also das will keiner. So, in 4 Kilometern sind wir Rasthof Hasbruch. Da ist eine NBW-Ladesäule, Triple Charger. Da werde ich dann mal rausfahren. Mal gucken, was der hier für eine Ladeleistung bekommt. Leider ist das Wetter so schlecht, ich traue mich kaum, das Auto zu verlassen. Was haben die hier denn gemacht? Sag nicht, dass das Ding noch nicht in Betrieb ist. Ich werde mich jetzt hier mal ganz unorthodox so hinstellen, in der Hoffnung, dass die Strippe lang genug ist. Wollen wir mal gucken. So, wird mir hier irgendwas angezeigt, außer dass ich 63% habe, wird mir hier nichts angezeigt. Ladeleistung, vielleicht habe ich irgendwie bei EV-Menü mehr Glück. Betrieb, Lade, Grenzwerteinstellung. Hier, was steht hier? Ladevorgang. Noch 40 Minuten, aber wie viel kW ich kriege, steht da nicht. Ja, ich finde es immer schade, wenn man hier die Ladeleistung nicht sieht in dem Auto. Ne? Ich meine, ich habe hier so viele Bildschirme, ich habe hier so tolle Anzeigen auch. Hier dieses Display mit dem Ladevorgang, das sieht alles wunderbar schick aus. Warum nicht noch einen Zahlenwert, wie schnell ich da lade? Ist doch nun wirklich kein Akt. Das könnte man dort locker da noch unterbringen. Ja, ich müsste jetzt hier 38 Minuten laden, um auf 100% zu kommen. Das will ich natürlich nicht.
Ich dachte, ich sehe es hier vielleicht, aber leider zeigt mir die Säule das auch nicht an. Ist halt eine NBW-Säule, die hat das nicht auf dem Display. Von daher, Laden funktioniert, aber ich sehe leider nicht, wie schnell ich lade. Von daher fahre ich jetzt weiter. Navigiere zu Eckernstraße 6, Oldenburg. Wählen Sie eine Zeilennummer. 1. Eckernstraße 6, Oldenburg in Oldenburg, Oldenburg, Oldb. Möchten Sie mit der Navigation starten? Ja. Da waren jetzt viele Oldenburgs dabei, aber er hat es wunderbar erkannt. Also, funktioniert. Ah, die Rekuperationstaste muss ich wieder drücken. Schade eigentlich, dass sie nicht eingestellt bleibt. Jetzt habe ich mal hier auf die Kamera gestellt und jetzt sieht man da so ein bisschen die Schwäche dieser Kamera. Durch den Regen ist hier so gut wie nichts zu erkennen auf dem Monitor von der Rückfahrkamera. Das heißt, man muss hier auf den normalen Spiegel stellen, sonst bringt das nichts. Wir sind jetzt 55 Kilometer unterwegs und haben einen Durchschnittsverbrauch von 23,6 Kilowattstunden. Wir fahren immer so 110, 115, manchmal 120, manchmal auch nur 100. Es ist total saumäßig beschissenes Wetter und es ist auch viel Verkehr hier. Man möchte mit dem Auto nicht so schnell fahren. Man sollte auch nicht so schnell fahren, weil der Verbrauch dann doch ganz schön hoch ist. Also Geräuschniveau auf der Autobahn ist schon höher, muss ich zugeben. Das ist nicht so leise wie in den meisten anderen E-Autos, die ich bis jetzt Probe gefahren habe. Hier im Honda ist es schon ein bisschen lauter. So, jetzt sind wir wieder da. Für ein kurzes Fazit. So, wir sind wieder angekommen am Autohaus hier in Oldenburg. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit, um mal ein ganz kurzes Fazit zu ziehen. Der Honda e, was ist das für ein Auto? Wozu ist das gut? Also erstmal hat mich der Honda e doch ziemlich beeindruckt. Bin ja jetzt schon sehr viele Autos Probe gefahren. Und der Honda e hat mich von allen Autos emotional, glaube ich, am meisten beeindruckt. Ich muss mal kurz den Scheibenwischer ausschalten. So. Der polarisiert vielleicht durch sein Aussehen und durch das Bedienkonzept. Also mir hat es extrem gut gefallen. Ich finde, da hat Honda sich richtig was Gutes einfallen lassen. Und für das erste Elektroauto, was sie gebaut haben, muss ich sagen, Hut ab, das haben die wirklich gut hingekriegt. Optik von außen ist richtig klasse, was ganz anderes. Fällt total auf, die Leute drehen sich nach dem Auto um. Und von innen, das Bedienkonzept ist auch mal was ganz anderes. Es ist endlich mal ein Elektroauto was komplett anders zu machen. Also ein Elektroautobauer mit dem Mut, was komplett anderes zu machen. Wir haben noch ein paar Tasten, so klassisch wie im Verbrenner, aber diese ganzen Monitore hier, diese drei Displays plus zwei elektronischen Außenspiegel plus hier oben der Rückspiegel elektronisch, die ganzen Spielereien, die lustigen Sachen wie das Aquarium. Das sind alles so wahnsinnig liebevolle Dinge. Die 220 Volt Steckdose, der HDMI-Steckplatz. Das hat natürlich so gut wie kein anderes Auto. Und von daher ist der Honda, eigentlich der Honda e, einzigartig im Moment noch. Mit dem kleinen Wermutstropfen des Verbrauchs, denn ich bin jetzt 81 Kilometer gefahren und hatte im Durchschnitt einen Verbrauch von 22,2 Kilowattstunden. Ja, Wetter war schlecht, aber ich bin jetzt nicht wahnsinnig lange Autobahn gefahren und auch nicht wahnsinnig schnell, habt ihr ja gesehen. Dafür ist der Verbrauch einfach viel zu hoch. Man kommt mit dem Auto dann im Schnitt vielleicht 130 und in der Stadt vielleicht 180 Kilometer realistisch. Das ist für den Preis nicht so viel.
für das, was man als Technikprodukt und Lifestyle-Produkt hier bekommt, vielleicht ausreichend für viele Leute, die das toll finden. Ist es ein Frauenauto? Von außen auf jeden Fall. Von innen glaube ich nicht. Ich glaube, diese Monitore, diese Technik, diese Verspieltheit ist eher so ein Männerding. Liebe Damen, die ihr meinen Kanal guckt, korrigiert mich gerne und schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr so viel Monitore und Technik und Spielerei und Schnickschnack hier im Innenraum, ob ihr das auch gut findet oder ob ihr nur auf das Äußere steht. Das ist ein Kleinwagen. Ganz klar, Wendekreis ist auch wieder so ein Ding, wo ich denke, das gibt's nicht. Der ist so wendig und man dreht quasi auf einem DIN A4-Blatt gefühlt. Also es ist unglaublich. Hat alles, was man braucht. Wenn die Reichweite höher wäre, der Verbrauch niedriger wäre, dann würde ich sagen, ist das das Elektroauto des Jahres. So ist es, hat es leider einen faden Beigeschmack für mich. Auch die Ladeleistung könnte schneller sein. Und das sind alles so Faktoren, das macht natürlich auch ein Elektroauto aus. Ne? Nicht nur das Bedienkonzept, nicht nur die Andersartigkeit, das Moderne, die zukunftsgerichtete Ausrichtung hier, das ist alles gegeben. Aber die elektrischen Parameter, die passen für mich nicht. Und das ist für mich leider so ein Kritikpunkt an diesem Auto. Sonst ist das Auto einfach nur genial. Wenn ihr die Chance habt, den Probe zu fahren, macht es, bildet euch selber eine Meinung. Wenn euch die Reichweite ausreicht, wenn ihr euch das leisten könnt, würde ich sagen, keine Überlegung, der Honda e ist eine ganz klare Empfehlung, weil das ist ein wirklich geiles Auto. Ich steige hier sehr ungern aus. So, das war mein kurzer, sehr hektischer Honda e-Test. Kein Reichweitentest, sondern einfach nur eine Probefahrt. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen hektisch war und ich auch keinen Reichweitentest machen wollte, was ich eigentlich gerne gemacht hätte. Vielleicht kommt das ja noch in einem zweiten Video, wenn ich den Wagen nochmal bekomme. Dann seid ihr hoffentlich wieder dabei. Bis dahin gebt mir einen Daumen nach oben und vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.